Die glitzernden Pompons liegen bereit. Bevor die zum Einsatz kommen, müssen die Dockers sich aber erst einmal warm machen. Glauben wir dem Klischee, das uns manche amerikanische Filme vermitteln, dann handelt es sich bei Cheerleadern um hübsche Mädchen, die nur mit ihren Pompons herumwedeln und dabei gut aussehen. Also eigentlich kein schwieriges Hobby, oder? Kati Kret macht seit 18 Jahren Cheerleading und kann dieses Vorurteil ganz klar verneinen. Letztendlich versuchen wir ja auch, es einfach aussehen zu lassen. Es soll ja nicht anstrengend aussehen, sondern es soll die Leute mitreißen, es soll Spaß machen. Dann wird es natürlich auch schnell mal als ja, ein bisschen einfach oder nur rumgewuschelt mit den Pompons angesehen. Aber spätestens, wenn man einmal beim Training war, selber mitgemacht hat, dann merkt man, das ist wirklich ein anstrengender Sport und der auch viel Kondition, Beweglichkeit, tänzerisches Gefühl verlangt. Trotz aller Anstrengung haben die Mädchen aber unglaublich viel Spaß beim Training. Man ist die ganze Zeit fröhlich und strahlt was Positives aus. Das tut eigentlich so ganz gut zum Bürojob, dass man hier hinkommt und einfach mal 2 Stunden und positiv ist und ja, Sport macht. Es gibt auch keinen Zickenkrieg, was eigentlich untypisch für so eine Mädchengruppe ist, aber es gibt es ja bei uns nicht. Das ist alles Neue zu lernen, die ganzen Sprünge, Drehungen und einfach der Zusammenhalt im Team. Eine Verbindung von verschiedenen Tanzstilen finde ich richtig toll, weil man Ballett, Hip-Hop und auch verschiedene und wirklich die typischen kraftvollen Cheerleader-Bewegungen miteinander verbindet. Ja. Und den Blue Lightnings macht das Cheerleading nicht nur Spaß, sondern sie sind auch richtig gut. Vor ein paar Monaten ist die Gruppe NRW-Landesmeister geworden und hat sich damit für die Europameisterschaft in Slowenien qualifiziert. Anfang Juli startet der Flieger Richtung Osteuropa. Die Trainerin der Blue Lightnings, Alina Pfannkuche, ist sich jetzt schon sicher, das wird eine schöne, aber stressige Zeit. Man wird sehr früh da sein, morgens um 8 Uhr, sich fertig machen, man wird geschminkt, die Frisur wird gemacht, ziemlich aufwendig alles. Wir machen uns fertig, dann geht es weiter mit einem Warm-up und dann letztendlich mit der Show. Also wir kommen in der Regel gegen 8 Uhr mal in der Halle an, tanzen irgendwann zwischen 15 und 16 Uhr und sind dann nach der Siegerehrung irgendwann abends erst wieder draußen. Also es werden sehr anstrengende Tage sein. Und bis es soweit ist, wird weiter fleißig trainiert.